Jo, was geht ab? Herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von MMA Treffpunkt. Schön, dass ihr hier seid. Heutiges Thema ist die Francis Ngannou Stiftung. Eigentlich ist Bati eine verschlafene Kleinstadt im französischsprachigen Teil Kameruns, rund 300 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Yaoundé. Seit einiger Zeit ist Bati allerdings ziemlich berühmt. Der MMA-Kämpfer und aktuelle UFC-Schwergewichtschampion Francis Ngannou stammt nämlich von dort. 2019 kehrte Ngannou nach Bati zurück, um dort die Francis Ngannou Foundation zu gründen. Mit seiner Stiftung will der MMA-Kämpfer den Kindern und Jugendlichen der Kleinstadt richtiges Kampfsporttraining ermöglichen und ihnen Perspektiven bieten, die er damals gerne gehabt hätte. Für das Trainingscenter und das Tagesgeschäft der Stiftung ist Sam Crook verantwortlich. Der Brite mit schwarzem Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu sollte eigentlich nur ein Jahr in Bati bleiben. Nach 6 Monaten Training aber mit den Kindern und Jugendlichen entschied er allerdings, sich komplett in Kamerun niederzulassen. Crook arbeitet vollständig auf freiwilliger Basis. Er investiert sein ganzes Geld und nutzt seine Beziehungen in der MMA-Welt, um an Ausrüstung zu kommen. Er sagt, es sei die Vorstellung, sie alle in zukünftige Champions, sowohl im Sport als auch im echten Leben zu verwandeln. Die Francis Ngannou Foundation sorgt nicht nur dafür, dass die Kinder eine Konstante in ihrem Leben haben, auf die sie sich verlassen können. Nämlich, sie vermittelt auch die Werte, die ein Kampfsportzentrum so einprägend zu vermitteln weiß. Selbstvertrauen, Respekt und Disziplin lässt die Kinder von klein auf nach größerem streben, um ihre Träume zu erfüllen. Francis Ngannou hat es vorgemacht und gezeigt, dass es möglich ist. Mit Sam Crook und dem Team hat Francis wirklich etwas geschaffen, das Wert und einen großen Mehrwert hat. Meiner Meinung nach eine klasse Aktion von dem UFC-Champion Francis Ngannou. Das war's mit dem heutigen Video. Danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben, und wir sehen uns das nächste Mal.